Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Merkt euch eins, McRib war gestern. So ein richtig schön geräucherter Schweineburger, der ist heute. Viel Spaß! Bevor ich starte mit unserem Schweinemett, das Ganze zu würzen, führe ich euch ganz kurz durch die Zutaten, denn wir haben hier so ein paar Sachen, die sind ein bisschen exotischer. Einmal super exotisch an dieser Stelle ein ganz handelsübliches Mohnbrötchen, etwas, was man noch hat, wenn man frühstücken war. Dann haben wir hier Physalis und Petersilie, ganze Blattpetersilie, die zupfen wir uns nachher. Glatte Petersilie. Glatte heißt Petersilie. Da zupfen wir uns dann die Blätter ab, so ist richtig, ja? Ja. Dann haben wir noch eine rote Zwiebel, Appenzellerkäse, der ist nämlich schön würzig. Und eingelegte Gurken von unserem Fleischermeister Scheller, der sich gesagt hat, ich habe noch ein paar Gurken für euch. Und den Hauptdarsteller hier, Schweinemett. Zum Würzen verwende ich hier Hashtags Barbecue. Ich wollte gerade schon wieder Smoke sagen, ich komme mal durcheinander, weil es noch so neu ist. Und logischerweise schmeckt das natürlich auch ganz gut. Das wird jetzt hier reingegeben zum Würzen. Beim Schweinefleisch auch ganz wichtige Info für euch. Wir haben Schweinefleisch 8 mm wolfen lassen vom Metzger. Das kriegt man also im handelsüblichen Supermarkt in der Regel nicht. Hat aber den Hintergrund, dass dann einfach euer Patty so ein bisschen fluffiger wird und nicht so fest zusammenpappt und dann am Ende beim Biss in den Burger richtig schön Saft im Mund gibt. Struktur hat es. Genau. Struktur. Das Ganze menge ich jetzt hier mit der Hand grob durch, aber auch wie gesagt nicht zu grob, also beziehungsweise nicht zu dolle, weil es soll sich ja nicht wieder verschließen, sondern soll ja so grobporig bleiben. Und forme daraus jetzt ein Burger-Patty. Das heißt, ich nehme mir einfach so eine runde Kugel vom Fleisch. Die seht ihr schon, die hat relativ viel Struktur noch. Nehme die einfach auf den Teller oder aufs Brett und drücke die von oben so leicht platt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann braucht ihr eigentlich schon nichts mehr machen, außer den Rand noch ein bisschen verschönern und euer Patty ist schon fertig. So habt ihr wirklich eine schöne Struktur, könnt einstellen und braucht euch nicht damit beschäftigen, mit irgendeiner Burgerpresse oder so irgendwas zurechtzupressen. Die Hände, die können einiges. Sagt Hannes auch immer. Nein, Reh. Als weiteren Hauptdarsteller habe ich hier noch eine schöne rote Zwiebel. Die wandert auch gleich auf den Grill und damit die Aroma annehmen kann, müssen wir die zumindest von ihrer Pelle befreien. Das heißt, ganz normal hinten und vorne abschneiden und von der Pelle lösen. Zwiebel ist fertig, Patty ist fertig und jetzt geht's am Grill weiter, aber da löse ich natürlich ab. Hannes, du bist dran. Du weißt ja, wie es am Grill funktioniert. Natürlich. Dann gehe ich mal an den Grill, Junge. Hier ist unser Grill. Wir benutzen heute unseren neuen Kugelgrill. Und jetzt ganz kurz, wurde mich beim letzten Video nicht bemängelt, aber uns als Vorschlag gegeben, das haben wir auch immer so gemacht, einmal das Setting des Grills erklären, was haben wir eigentlich gemacht. Ich fange ganz einfach an. Hier unten unsere Luftzufuhr ist komplett geöffnet und oben haben wir so ungefähr auf ein Drittel offen gestellt, also zwei Drittel sind geschlossen. Jetzt mache ich auch einmal noch den Deckel auf. Wir haben jetzt die Briketts, auch gar nicht so viele, nur am hinteren Ende platziert, sodass wir relativ zentral in der Mitte indirekt grillen können, denn unser Patty wird heute nicht scharf angebraten, es wird nur indirekt gegrillt und gesmoked. Das heißt, da kommt gleich erstmal noch Holz dazu und dann wird hier indirekt gegrillt, aber das zeige ich euch sofort, das erstmal zum Setting Grill. Für das richtige Raucharoma nutzen wir heute mal wieder unsere Woodchunks von Grillgold hier mit Kirschholz, also ein eher mildes Raucharoma. Das hat einige Vorteile. Zum einen ist das so ein schöner fester Klotz, der hält also länger. Zum anderen können wir unseren Rauch richtig gut dosieren, weil wir geben jetzt einen Schank dazu. Das heißt, bei dem Rezept braucht ihr einen so einen Schank. Die sind immer gleich groß geschnitten, haben die gleiche Rauchzeit. Und wenn also einer aufhört zu räuchern, kann man einen nachgeben und hat wieder diese Zeit mit Raucharoma oder man gibt halt gleich mehr dazu. Hat also Vorteile im Vergleich zu diesen kleinen Chips. Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, sie in unserem www.sizzlebrothers-shop.de Online-Shop zu verkaufen. Könnt ihr mal reinschauen bei Interesse. Werbung ist jetzt beendet und ich werde diesen Räucherchunk jetzt auflegen. Und dazu klappe ich hier einfach das Seitenteil hoch und gebe ihn dann hier schön mittig in die Glut rein. Und dann fängt er auch schon nach wenigen Sekunden an zu smoken. 5 Sekunden sind rum und es räuchert schon. Also das geht wirklich ruckzuck, wenn ihr eine heiße Glut habt. Ich werde jetzt hier unseren Patty schön in der Mitte auflegen, mittig des Grills. Und auch die Zwiebel, die wird jetzt mitgeräuchert, kriegt dadurch ein schönes Raucharoma und wird auch ein bisschen süßlicher. Die lege ich einfach daneben, schließe dann den Deckel. Jetzt liegt unser Grillgut wirklich mittig, das heißt, die ganze Wärme, der Rauch zieht auf jeden Fall an unserem Grillgut vorbei. Hier oben kommt es dann raus, die ganze Wärme und der Rauch. Und wir wollen so ungefähr bei 160 bis 180 Grad circa 10 Minuten smoken.
und dann wird angegrillt. Aber jetzt heißt es erstmal 10 Minuten lang pausieren. Unser Burger Patty ist jetzt soweit fertig gegrillt. Wir haben es nur indirekt gegrillt, noch ein bisschen Barbecue-Soße drüber gegeben und unsere Scheibe Käse dazu gegeben. Ist übrigens Appenzeller Käse, falls jemand fragt. Also ein sehr würziger Käse. Jetzt bereiten wir noch unsere Zutaten vor, das ist nicht spektakulär. Ich zupfe jetzt so ein bisschen Petersilie gleich runter und dann werden wir noch die Physalis ein bisschen zurechtschneiden. Die Physalis ist übrigens mal was anderes als Tomate. Jetzt kommt ein Klugscheißer-Modus. Achtung, ist auch ein Nachtschattengewächs wie die Tomate, also ein sehr fleischig-fruchtiges Teil und gibt mal einen anderen Geschmack auf so einen Burger als eine Tomate. Und bevor ich mich jetzt totschwafel, machen wir jetzt einen kleinen Porn, oder? Würde ich auch sagen. Kleines Pörnchen, also viel Spaß beim Pörnchen. Le Burger ist nun fertig. So sieht er aus. Ça va? Bien. Ah, et tu? Ça va bien. Ah, oui, ça va bien. Okay, oh, ich habe Hunger. Genug geschnackt. Ich beiß jetzt in diesen brutalen Burger. Bin übrigens sehr gespannt, wie das mit dem Mohnbrötchen passt. Ich bin auch sehr auf die Rauchnote des Burgers gespannt. Oh mein Gott. Alter. Vorsicht. Das Hackfleisch trieft förmlich. Ist natürlich durchgegart. Wir haben die Saueraroma ist so geil. Hammer. Auch die Physalis kommt sehr geil. Hammer. Mega geil. Ohne Olli? Witz. Ein Dreifel? Oder gleich? Komm. Also. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Olli haut jetzt rein. Wir produzieren noch. Wir haben nämlich noch ein bisschen Hack über. Und machen uns noch mal 2-3 Burger. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ey, das ist eine Frechheit, ne? Das ist eine richtige Frechheit. Mega. Dieser Rauch ist sowas von geil. Unfassbar gut. Hammer, Mann.